Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim und schaut mal, was ich gefunden habe. Ein gestrandetes Wikingerschiff. Das werden wir uns jetzt natürlich gönnen. Ihr wisst ja noch, in der letzten Folge habe ich Trolle erlegt. Und zwar einen, aber ich habe unterwegs noch einen gefunden. Deswegen habe ich jetzt 10 Trollleder. Und als ich das hier gefunden habe, dachte ich mir, das werde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Denn hier gibt es Edelholz. Edelholz kriegt man normalerweise nur aus dem weißen Baum. Ich weiß gar nicht, ist das Birke oder Buche? Ne, Birke müsste das sein. Daraus kriegt man eben diverse andere Baumaterialien. Und ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, wie ich an meins gekommen bin. Hier haben wir jetzt wieder so ein schönes Schiff gefunden. Was ich einfach nur klasse finde. Und was ist das? Ach, das war auch Holz. Okay, das ist hier unter der Map. Ja, okay. So, wie viel Edelholz haben wir denn? 32. Oder kann man schon gut was herstellen, muss ich sagen. Und wir haben 49 Stück. Holy shit, das ist ja. Hier liegt auch nochmal eins, oder? Nee, das ist das, was ich weggeschmissen habe. Okay. Ich war auf dem Weg nach Hause, hab das halt gefunden, hab's euch jetzt gezeigt und ich setze jetzt wieder einen Cut, denn wir wollten ja eigentlich in der heutigen Folge die Schmelze bauen, zumindest das Schmelzgebäude und uns vorbereiten für den, ja, uralten, den alten, keine Ahnung. Wir sehen uns dann nach einem kurzen Cut wieder. So, nach dem kurzen Cut sind wir wieder zurück. Ich bin in meiner Base angekommen, habe mein Inventar soweit schon leer geräumt, habe auch schon angefangen, das Gebäude für die Schmelze zu bauen. Ja, ich wollte mich jetzt eigentlich darauf vorbereiten, auf den Uralten. Wir werden jetzt aber hier erstmal die zwei Schmelzen reinsetzen, die wir benötigen. Dazu brauchen wir Stein. Und ich bin einfach mal wieder zu voll. Komm. So. Und wir brauchen diese da. Lol, ich trage zu viel. Ernsthaft? So. Leider kann man die nicht auf den Holzböden setzen, deswegen muss hier drinnen alles Dreck bleiben. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Als erstes den Kohlemeiler, der nicht gerade klein ist. So, den setzen wir hier in die Ecke. Einmal so. Und dann holen wir uns noch den Schmelzofen. Der braucht auch seitlich Platz. Das setzen wir den. Wo setzen wir den denn hin? Ja. Wir setzen den da hin. Man kommt hinten ran, okay. Platziere dein Roherz in diesem Hochofen, damit er alle Unreinheiten hinfortgeschmelzt und du einen barren veredelten Metall erhältst. Blablabla. Um den Schmelzofen anzutreiben, benötigst du Kohle. Kohle wird produziert, indem du einen Kohlemeiler errichtest und ihn mit Holz füllst. So, aber der ich muss ehrlich sein, der gefällt mir hier nicht. Mal kurz alles wieder einsammeln. Wir setzen den hier hin. Setzen wir den da hin? Ja, so. Und wir werden als allererstes mal Kohle herstellen.
Denn ihr habt es ja gehört, die brauchen wir. Stein raus, Holz hier rein. Okay, die wieder raus. So, hinzufügen Holz. Ich überlege gerade, ist das nicht doch ein bisschen zu groß? Um ehrlich zu sein jetzt mal. Nein, ich wollte da oben drauf. Ich habe jetzt kein Holz dabei. Kann das sein? Doch, habe ich. Wenn ich jetzt hier... Erstmal das da. Und dann... Das. Dann das passende Dach dazu mache. Reicht es doch eigentlich aus, wenn ich das 3x5 mache? Da haben wir das. Hier haben wir das. Doch, das reicht vollkommen aus. Einsammeln bitte. Oh, alles klar. Wir müssen den erst einmal setzen. Komm. Nach hinten. Einmal so seitlich. Auch das ist richtig schwer, das Ding zu setzen. So. Ich sehe es schon von vornherein. Wir müssen hier auf jeden Fall noch eins bauen, denn ich möchte gerne, dass das komplett nicht sichtbar ist von draußen. Das war jetzt mal ein geiles Deutsch von mir. So. Da muss ich auch noch überall diese Dinger hinsetzen. Da haben wir diese halbe Wand. Hier haben wir wieder das Dach. 1, 2, 3. Das heißt, die Wand würde hier hinkommen. Ungefähr. Ich muss dich einsammeln. Hallo. Dann könnte man den nämlich eventuell auch so setzen. So. Und so. Die Wand würde dann dahin kommen. Ich setze das jetzt einfach mal hier oben. Ne? Und dann würde das Teil noch kommen. Das würde vollkommen ausreichen. Meines Erachtens. Wenn wir das hier hinstellen. Ein Stück weiter nach hinten dann, wenn es geht. Also dahin ungefähr. So seitlich kommen wir ran. Ja, seitlich kommen wir ran. Zur Not auch noch hinten ran, falls was ist. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es müssten immer noch 7 sein. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7. Genau, dann machen wir das 7 mal 3. Das reicht vollkommen aus. Hier.
Ich muss die Bodendinger aber wieder frei machen. Damit ich die auch sehe. Und das ist jetzt eine Kackarbeit. So. Ich darf im Nachhinein nur nicht vergessen, das wieder aufzufüllen mit Dreck. Damit das wenigstens einigermaßen ordentlich aussieht. Warum ich diese ganzen Pfeiler und hier Balken alles setze, ist einfach nur, damit die Wände stabiler sind. Falls ich wirklich mal angegriffen werde. Deswegen habe ich auch beim ersten und dort beim zweiten Haus die ganzen Bodenplatten an jeder Ecke so einen kleinen Stützpfeiler gebaut. Ja, genau, gebaut, richtig. Damit das einfach stabiler ist, falls ich mal wieder geradet werde, dass ich, beziehungsweise, dass, man sieht es ja von hier aus, überall ist ein Stützpfeiler. Wenn jetzt welche ankommen und zum Beispiel die Wand und die Bodenplatte einreißen oder den Pfeiler, dass zum Beispiel nicht der ganze komplette Boden einstürzt, wenn jetzt ein Pfeiler fehlt. Das kann nämlich passieren, wenn man nur außenrum die Pfeiler setzt. Und der Loot in den Kisten, der liegt ja dann rum, der despawnt, glaube ich, auch nach irgendeinem gewissen Intervall. Und das wollen wir ja nicht. Den Loot braucht man hier leider alles. So. Und natürlich wollte man auch das eine Bienenhäuschen setzen, ne? Damit wir irgendwann mal anfangen können, Mehl zu brauen. Wo ich leider Gottes immer noch nicht weiß, wie das geht. Aber das wird sich zeigen, denke ich mal. Das und das noch. Dann der halbe Balken kommt hier überall hin. Wenn ich es ordentlich hinbekomme. Und die sind alle schräg. Geil. So. Da, da und komm, mach. Alter, willst du mich verarschen, ne? Machen wir das halt so. Und jetzt die halben Balken dahin. Fertig. So. Dann einmal dieses Dach hierher. So, dann einmal hier drauf. Die halben Wände wieder. Ah, da haben wir schon eins. So. Einmal dahin. Da haben wir schon. Hier haben wir auch. Den haben wir. Haben wir da hinten schon eingesetzt. Ja, Hammer, okay. Nein, das war das Falsche, das hier.
Dann einmal den dahin. Und dahin. So, dann brauchen wir noch das Dächlein. Nein, nein, nein. Ach, Mist. Passt das? Krieg ich das hin? Nein. Dann einmal so. So. Ich werde hier gleich noch was verändern dran, also nicht wundern. So, dann einmal das. Und das. Genau. 1, 2. Na, wir nehmen die großen. So. So, so. Und da war der Hammer kaputt. Müssen wir mal kurz reparieren gehen. Und dann können wir uns auch gleich um das Bienenhäuschen noch kümmern. Und natürlich um das Wichtigste. Hier Trollleder. Was brauchen wir noch für den Umhang? Knochen, 10 Stück. Krieg mal hin. Trollumhang. Jetzt haben wir nämlich den 25% Schleichen-Buff. Dass wir leiser sind auf jeden Fall. Und wir sind... Wir sehen aus wie ein blaues Kapuzenmännchen. Aber das hat irgendwas an sich. Das sieht echt gut aus. Das da, das da. Scheiße, jetzt habe ich das Falsche da reingemacht. So. Dann das Bienenhäuschen. Das setzen wir uns auch noch ganz schnell hin. Das... Vierte und eventuell sogar fünfte, das werde ich ja irgendwann im Laufe der nächsten Aufnahmen setzen. Können ja mal gucken. Da sind schon mal 3 Honig drin. Da auch. Ja, denen geht's gut. So, das Holz brauchen wir wieder. Dann wird hier das Dach weitergemacht. So, so, das da und da kommt noch so ein Längsbalken rein. Hier muss noch sowas hin. So, wir machen das hier auf der Seite auch einmal komplett zu. So. So. Hier, halbe Wand. Und ganze Wand. Genau. Guckt der da oben zufälligerweise aus dem Dach raus? Nein. Bitte einmal oben bleiben. Danke. Da kommt jetzt einfach nur das Dach hin. Und das da.
Und wir setzen noch mal halbe Wände dahin. So. Dahin, dahin und dahin. Dahin. Und dahin. Könnten wir eigentlich schon gleich noch ein paar Bodenplatten hier ransetzen, ne, damit das einigermaßen ordentlich aussieht. So. Da. Und da. Die Teile hier oben machen wir einfach nur, wenn ich rankommen würde, mit einer halben Wand dicht. So. So, da haben wir auf jeden Fall unser Schmelzgebäude und wir wollten Kohle herstellen. Da. Wir hauen das gleich komplett voll. Passt. Eine Fackel hätte ich jetzt hier drinnen gerne noch. Oder ein... Ey, was war das? Oh. Wir haben Kohle. Jetzt die Frage, mache ich mir ein Lagerfeuer oder mache ich mir eine Fackel? Wobei ein Lagerfeuer eigentlich besser kommt. Die kommt auf jeden Fall hier rein. Ich setz dich. Komm. Mach dich baubar. Ja, jetzt verschwinde doch mal. So. Für eine Torch reicht's leider nicht aus. Da brauchen wir noch mal Harz. Das holen wir uns noch schnell und wir gehen mal ganz schnell die Nacht überspringen. Was sein muss, muss sein. Auch wenn die Folge dadurch jetzt ein bisschen länger wird. So. Einmal Harz, bitte. Danke. Ja. Nacht überspringen hat's gebracht. Die Fackel dahin, eine dahin und eine dahin. Und ich würde sagen, wir in der Folge machen wir das jetzt noch. Wir stellen uns die ersten Erze her. Und zwar brauchen wir einmal das. Ich möchte nämlich gern jedes Erz einmal einzeln herstellen. So. Schmelz und Gegenstand reinlegen. Es sieht geil aus. Kann man sich definitiv nicht beschweren. Rauchtechnisch ist das nicht so wie das Lagerfeuer. Okay. Das ist interessant. Die 6 war hier zum Ausbessern. Was ist hier? Hallo? Okay, da haben wir Kupfer.
Warum habe ich Kupfer? Ich habe doch Nickel oder Zinn reingelegt, hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Jetzt habe ich Zinn rausbekommen. Wir haben auf jeden Fall gesehen, wir haben neue Rezepte. Aber das muss ich doch jetzt mal gucken. Ach, das ist Kupfer. Ah, okay. Wir haben, was haben wir alles neu bekommen? Hier. Schmiede. Schmiede-Kühlvorrichtung, ja. Ich würde sagen, damit lässt sich auf jeden Fall was anfangen. Wir haben unser Schmelzgebäude. Wir haben, ja, unsere ersten zwei Erze. Und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, vor allem für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video, wo wir entweder den Uralten besiegen oder uns vorbereiten. Und ja, bis dahin bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.